Grüß Gott alle zusammen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem Sonntagsimpuls. Heute ist der 22. Sonntag im Jahreskreis und das Thema an diesem Tag lautet: Wer sich selbst erhöht. Das bedeutet, ist der Demut noch zeitgemäß? Bei der Demut geht es nicht darum, sich klein zu machen, sondern sich nicht stolz über andere zu erheben. Um es besser verständlich zu machen, sehen wir heute einen kleinen Teil aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 14, Vers 7 bis 14. An einem Sabbat war Jesus bei einem angesehenen Pharisäer zum Essen eingeladen. Scharf wurde er von allen Anwesenden beobachtet. Als Jesus bemerkte, wie sich die Gäste um die Ehrenplätze drängten, nahm er dies als Beispiel und sagte: Wenn du zu einer Hochzeit eingeladen wirst, dann begib dich nicht gleich oben auf den besten Platz. Es könnte ja noch jemand eintreffen, der angesehener ist als du. Mit ihm würde dann der Gastgeber zu dir kommen und sagen: Der Platz war für diesen Mann hier bestimmt. Vor allen Gästen müsstest du dich an das Ende des Tisches begeben. Wäre es nicht besser, du setzt dich gleich dorthin? Wenn dich dann der Gastgeber begrüßt, wird er vielleicht zu dir sagen: Mein Freund, für dich habe ich einen besseren Platz. Du wirst damit vor allen Gästen geehrt. Jeder, der sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Dann wandte sich Jesus an seinen Gastgeber. Zu einem Essen solltest du nicht nur deine Freunde, Geschwister, Verwandten oder die reichen Nachbarn einladen. Sie werden dir danken und dich wieder einladen. Dann hast du deine Belohnung schon gehabt. Bitte lieber die Armen, Verkrüppelten, Gelähmten und Blinden an deinen Tisch. Dann kannst du dich glücklich schätzen. Denn du hast Menschen geholfen, die sich dir nicht erkenntlich zeigen können. Gott wird dich dafür belohnen, wenn er die von den Toten auferweckt, die nach seinem Willen gelebt haben. Liebe Schwestern und liebe Brüder, jede Gesellschaft hat ihre Rituale, mit denen sie den Wert eines Menschen bestimmt. Die Rangfolge bei einem Einzug, die Sitzordnung bei Tisch, durch Kleidung und so weiter. Wir erliegen manchmal der Gefahr, den eigenen Wert und den der anderen Menschen an diesen Ritualen zu messen. Wir bemessen den Wert des Menschen auch an seinen Einkommen nach seinem Besitz. Doch haben Sie sich schon mal überlegt, wann Sie selber wirklich glücklich sind? Die Sorge um den Rang verdirbt oft das Glücksgefühl. Doch was meint Jesus, wenn er sagt: Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden? In den Ohren der Menschen von heute klingt es sicher nicht gerade in, was der Evangelist uns hier verkündet. Sich hinten anstellen, sich selbst freiwillig auf den letzten Platz setzen, anderen den Vortritt lassen. Es klingt doch ziemlich weltfremd und von gestern, oder nicht?
Wir wollen doch gut dastehen. Wer suchte schon den letzten Platz? Ein Vogel lag auf seinem Rücken. Beide Beine starr nach oben gegen den Himmel gerichtet. Ein anderer Vogel kam vorüber und fragte verwundert: Was ist denn mit dir los? Was machst du da? Oh, antwortete der Vogel, das muss ich tun, ich halte den Himmel. Wenn ich meine Beine zurückziehe und loslasse, dann stürzt der Himmel ein und alle Menschen kommen um. Kaum hat er das gesagt, da löste sich ein Blatt von nahem Baum und fiel leise raschelnd zur Erde. Der Vogel erschrak, drehte sich um und flog davon. Der Himmel aber blieb, wo er war, und stürzte nicht ein. Was will uns diese Geschichte sagen? Der Vogel überschätzte sich. Er nahm sich zu wichtig. Aber ist es nicht ganz normal, nach oben zu streben, die Nase vorne haben und etwas gelten zu wollen? Bescheidenheit ist eine Zier. Doch weiter kommt man ohne ihr. So heißt es in einem Sprichwort. Das Gegenteil von Überheblichkeit und Stolz ist Demut. In der christlichen Überlieferung spielt die Demut eine bedeutende Rolle. Entscheidend ist nicht, welchen Platz ich haben möchte. Entscheidend ist der Platz, den Gott mir zuweist. Das soll in meinem Leben meine erste Frage sein. Versuchen wir, die Selbstüberschätzung zu meiden. Die Bescheidenheit kann uns helfen, Gnade zu finden bei Gott. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen, wo eigentlich der Kern der Botschaft liegt. Jesus mahnt die Gäste des Mahles zur Zurückhaltung gegenüber anderen, zur Demut. Bei der echten Demut nehme ich den anderen ernst, gehe auf seine Bedürfnisse ein, diene ich ihm. In dem Wort Demut steckt das Wort Mut und das Wort Dienen. Demut ist der Mut, sich zu sich selbst zu bekennen und anderen zu dienen. Demütig ist der Mensch, der weiß, dass dieses Leben mit all seinen Möglichkeiten ein Geschenk ist. Demütig ist der Mensch, der noch bitten und danken kann. Demütig ist der Mensch, der einen liebevollen Blick auf sich und andere richtet. Ein fallendes Blatt genügte, um den Vogel Angst einzujagen und ihm zu zeigen, wie die Verhältnisse wirklich sind. Auch wir verhalten uns immer wieder wie dieser Vogel, hochmütig und stolz und vergessen, welcher Platz uns Gott zugewiesen hat. Es kostet Mut, sich freiwillig auf den hinteren Platz zu setzen. Es kostet Vertrauen, dass Gott auf den hinteren Plätzen genauso präsent ist wie auf den vorderen.
dieses Vertrauen wünsche ich Ihnen. Amen. Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Tim fragt seine Mama: Kannst du mir bitte 2 Euro geben für einen alten Mann? Ja, gerne, sagt seine Mama. Das finde ich ja toll, dass du einem alten Mann helfen willst. Wo ist er denn? Tim sagt: Er steht auf dem Marktplatz und verkauft Eis. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihr Interesse an diesen Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden. Tschüss!